Man könnte denken, dass Roswitha Geißler sich im Datum geirrt hat. Aber tatsächlich steht Ostern vor der Tür. Jedes Jahr aufs Neue dekoriert sie ihren Garten mit den passenden Artikeln. Alle Jahre wieder ist Ostern und so habe ich auch immer den Wunsch, früher mit den Kindern, dass die sich freuen und die Ostereier versteckt. Und so ist es auch wieder Ostern und dann habe ich mit den Kindern die Eier versteckt und nicht nur im Haus, sondern auch im Garten. Und die haben darüber Freude gehabt und so habe ich gedacht, dann hat sich das entwickelt, da ich manche Sachen gesehen habe auch und habe wieder was Neues dazu gekauft und so hat sich das erweitert und darum ist so eine große Fülle geworden im Garten. Inspirieren lässt sich Roswitha Geißler von vielen Seiten, vornehmlich aber auf Reisen. Wenn ich im Urlaub bin und ich sehe wieder etwas, was mir gefällt für meinen Garten und für meine Deko, dann nehme ich das natürlich mit und mein Mann lacht schon, damit wieder ein Stück mehr ist. Lieblingsstücke hat die selbsternannte Hasenmutter natürlich auch. Meine gesammelten Werke, zum Beispiel meinen großen Hase, der liegt mir besonders am Herzen, der gefällt mir. Und auch ein Huhn, sogar ein echtes Huhn mit Federn und ausgepusteten Eiern, was alles zu Ostern gehört und noch viel mehr, das ist in meinem Garten zu finden. In der Nachbarschaft ist Roswitha Geißler mittlerweile bekannt wie ein bunter Osterhase. In den vielen Jahren kennen mich ja auch viele Leute und vor allen Dingen meinen Garten. Und dann sagen sie wieder, ich komme extra vorbei, will mal sehen, was wieder an neuen Attraktionen dabei ist. Und dann habe ich schöne Gespräche und die freuen sich mit mir. Dann kann das Osterfest ja kommen. In diesem Sinne, frohe Feiertage.